Ich höre vor allem einfach total viel Musik. Also wenn ich morgens in der U-Bahn sitze zum Bundestag, habe ich Musik auf den Ohren. Wenn ich nach Hause komme, habe ich Musik auf den Ohren. Wenn ich in der Bahn sitze, habe ich Musik auf den Ohren. Und ja, das ist dann vor allem sehr viel Metal und Rock, damit man einfach ein bisschen Energie bekommt. Und gute Laune. Mir macht es gute Laune. Mein linker Arm ist so ein bisschen mein politischer Arm. Hier habe ich die ganzen politischen Tattoos. Und hier habe ich Nofretete mit Gasmaske. Weil es eben zum einen symbolisiert, ne, die Rolle der Frauen, aber auch die Rolle dieser Menschen, die so unglaublich frustriert waren, zu sagen, wir gehen jetzt auf die Straße, egal was passiert. Und danach dachte ich, irgendwie fehlt noch was und habe mich am Unterarm für Rosa Luxemburg entschieden, die mein politisches Vorbild ist. Weil sie einfach gezeigt hat, hinter der Politik stecken Menschen und dafür sind wir alle da. Nicht als Selbstzweck, sondern weil wir was für die Menschen erreichen wollen. Und das ist für mich einfach so unglaublich wichtig, sie dann auf meinem Arm dabei zu haben. Ich bin in Merseburg in Sachsen-Anhalt geboren und dann in Obhausen, einem kleinen Dorf in Sachsen-Anhalt, aufgewachsen. Besonders geprägt haben mich meine Eltern. Ich glaube, das ist eine ganz klassische Antwort, aber mir ist das erst später richtig bewusst geworden, wie gerade deren Lebensmodell, also dass beide arbeiten gehen, sich beide um mich kümmern, um den Haushalt kümmern, wie mir das für mein Leben eigentlich einen Weg vorgegeben hat, dass mir Gerechtigkeit, dass mir eine gleiche Aufteilung von Pflichten und Aufgaben total wichtig ist und dass mir vor allem starke Frauen wichtig sind. Wir sitzen gerade im Friedenssaal, im historischen Friedenssaal des Rathauses Osnabrück, der natürlich deswegen eine ganz große Bedeutung hat. Aber für mich hat das Rathaus vor allem die Bedeutung, dass ich hier 5 Jahre lang Kommunalpolitik gemacht habe. Und zwar von 2016 bis 2021. Und das so ein bisschen mein erster Berührungspunkt mit der echten Politik war. Was uns an Osnabrück immer wieder besonders fasziniert, ist die starke und aktive Zivilgesellschaft. Nicht nur nach großen Tragödien, wie beispielsweise dem Anschlag in Halle oder dem Mord an Walter Lübcke, sondern Tag für Tag wird hier in den Kommunen gegen rechts gekämpft. Vielen Dank dafür. Mein größter Erfolg und mein schönster Moment in der Kommunalpolitik war jetzt in der Corona-Zeit. Da war es ja so, dass die Kitas und Schulen geschlossen hatten. Und es ist ja so, dass die Kinder und Jugendlichen dort oft Mittagessen bekommen. Dadurch, dass die Kitas und Schulen geschlossen hatten, ist dieses kostenlose Mittagessen weggefallen. Und dann habe ich in den Jugendhilfeausschuss einen Antrag eingebracht und habe die Verwaltung aufgefordert, da eine Lösung zu finden. Und dann haben wir es halt wirklich geschafft, ein Viertel aller Familien, die berechtigt sind, für dieses kostenlose Mittagessen für die Kinder und Jugendlichen zu erreichen. Und das war für mich, glaube ich, der Moment, wo ich gemerkt habe, hey, ich kann wirklich was bewegen. Und ich bekomme auch Anerkennung für das, was ich mache. Und ich kann hier auch einfach nochmal eine Perspektive reinbringen, die andere vielleicht nicht haben. Ich kenne Heidi aus dem Arbeitskontext heraus. Wir haben zusammen vorher in einer Klinikstelle gearbeitet für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Ich bin dann hierher gewechselt zu den ökumenischen Jugendhilfen und dann haben wir Heidi später dazu geholt, als wir hier ein Projekt gestartet haben. Heidi ist so ein Phänomen für sich. Heidi ist jemand, der, ich glaube, so schnell redet und so schnell denkt, wie das sonst kein anderer macht, ungefähr in doppelter Geschwindigkeit. Sie hat sehr viel Humor, auch sehr ironischen, manchmal sarkastischen Humor. Aber wenn man sie ein bisschen besser kennt, dann weiß man, dass sie auch ein sehr emotionaler Mensch ist und dass so die Dinge um sie herum sie auch wirklich berühren und anfassen. Und ich glaube, das macht auch so die Leidenschaft aus, mit der sie sich engagiert. Ich habe in der Kommunalpolitik gelernt, dass man für die Menschen, die einem wichtig sind, in meinem Fall für Kinder und Jugendliche, wirklich was erreichen kann. Und ich wollte einfach noch mehr erreichen als das, was hier möglich ist. Und das geht halt nur im Bundestag. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will das. Ich will dahin. Ich will dahin, wo wirklich die großen Stellschrauben sind, wo ich das, was den Kindern und Jugendlichen hier Tag für Tag passiert, einfach mit hintragen kann. Im Kinderreport des Deutschen Kinder- und Jugendhilfswerks von 2022 liest man dann, Überraschung, 83% der Befragten sagen, dass ihre Interessen eher wenig bis überhaupt gar nicht berücksichtigt werden. 83%! Das macht ja dann richtig Bock auf Demokratie, haben wir ja gerade gehört. Ihre Politik unterscheidet sich im Bereich Kinder und Jugend von der GroKo doch nur, dass sie ein paar TikTok-Accounts haben. Und diese nicht mal gut. Mir war es immer wichtig, nicht nur Politik für Kinder und Jugendliche zu machen, sondern auch mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu sein. Und das funktioniert natürlich am besten über die sozialen Medien. Sei es Instagram oder TikTok, da bin ich sehr aktiv. Und das ist mir auch total wichtig. Gerade über meinen Instagram-Account, den betreue ich auch komplett selber, bekomme ich sehr viele Nachrichten, die ich auch immer selber beantworte. Und ich merke einfach, wie sehr sich die Leute darüber freuen, dass da die Politikerin wirklich selber schreibt und versucht, Lösungen für die Probleme zu finden oder auch einfach sagt, hey,
Das war mir gar nicht bewusst. Gut, dass du das sagst, nehme ich mit. Ich kann mit Kindern arbeiten, mit Jugendlichen, mit Familien, mit Menschen mit Migrationshintergrund. Also ich habe einfach die ganze Gesellschaft, mit der ich arbeiten kann. Und ich sehe einfach, was dafür ein großer Bedarf ist, aber auch was dafür ein riesengroßes Potenzial ist, wenn man mit diesen Menschen arbeitet, wenn man ihnen zuhört, wenn man für sie da ist und wenn man ihnen zeigt, wie sie sich auch selber helfen können und was es für Möglichkeiten gibt. Aber nicht alle können das schaffen. Wenn ich irgendwie eine 40-Stunden-Woche habe, Kinder habe, vielleicht noch Leute pflegen muss, dann soll ich mich noch hinstellen und irgendwie gegen meine Mieterhöhung kämpfen. Irgendwann schaffe ich das nicht mehr. Und dafür brauche ich halt Menschen, die das miterlebt haben, die für mich da sein können und die das für mich dann auch durchkämpfen. Und das verbindet für mich so ein bisschen die soziale Arbeit mit der Politik. Und das ist auch so ein bisschen mein Anspruch, wirklich was zu erreichen, was den Menschen dann vor Ort auch hilft. Wo die merken, hey, ich bin eben nicht alleine.